54 Minuten Nostalgie. Da ist sie! 50 Jahre nach Inbetriebnahme fährt der rote TW601 wieder auf Hannovers Stadtbahngleisen. Es gehörte etwas Glück und viel Eigeninitiative dazu, dass der Straßenbahnförderverein Hannover dieses rote Schmuckstück präsentieren kann. Ja, dieser Prototyp ist eigentlich der erste Stadtbahnwagen, wenn man so will. Also wir hatten früher nur Straßenbahnen, Vier- und Sechsachser. Und es bestand dann die Idee, dass man das Straßenbahn- und U-Bahn-System miteinander mischt. Daraus hat sich dann das Stadtbahnsystem entwickelt. Und die interessante Geschichte ist eigentlich, dass als diese beiden Prototypen in Hannover überflüssig wurden, weil die wurden ja durch die Grünen abgelöst, also durch die Serienfahrzeuge, wenn man so will, da waren sie in Hannover über und da war dann halt die Frage, was macht man damit? Und da ist dann der Hersteller Siemens auf die Idee gekommen, ihn nach Kanada zu bringen. Die von Siemens erhofften Geschäfte ergaben sich nicht. Aber das Fahrzeug erregte bei anderen Menschen Interesse. Zu dem Zweck, wo es eigentlich das Vorführwagen für Vancouver 1975 dahin gelangt, da ist aber nie zum Einsatz gekommen. Und dann haben erst Museumsstraßenbahner, so wie wir das hier in Hannover auch machen, den quasi belebt und auf einer Museumsstrecke in Edmonton eingesetzt. Als das deutsche Fahrzeug nicht mehr in das Konzept des kanadischen Museumsvereins passte, fanden sich in Hannover Liebhaber. Ja, also ich bin ja ein 67er Jahrgang, der Wagen ist 70er Baujahr, das war der Prototyp für die Hannoversche Stadtbahn. Ich bin kleiner Straßenbahn-Fan und habe mich da immer für interessiert und dann ist irgendwann die Idee geboren, da ich erfahren habe, den gibt es noch in Kanada, da mal Kontakt aufzunehmen und das zu klären und dann ist das dazu gekommen, ja. Nach einer gründlichen Überholung und Anpassung an das Hannoversche System konnten sich am 25. Juni 38 Fahrgäste von der Qualität dieses Fahrzeugs überzeugen. Und es war kein einmaliges Ereignis, wie uns der Leiter des Kundenzentrums darlegte. Ja, also das ist ja der Plan, der große, dass wir damit eben in Hannover weiter jederzeit für Sonderfahrten bereitstehen. Es ist ja so, dass die Üstra einen eigenen Fuhrpark unterhält an historischen Fahrzeugen. Die sind hier auf dem Depot in Dörren stationiert und wir haben halt eben die Idee, dass man den für jedermann zugänglich dann eben bei Sonderfahrten einsetzt regelmäßig. Im September können Sie voraussichtlich wieder im TW601 durch Hannover fahren. 3 bis 4 Wochen vorher wird der Museumsverein die Termine auf seiner Homepage oder in der Presse bekannt geben. Viel Spaß dabei!